Läuft. Herzlich willkommen zu den vier Flaschen. Diese Woche wieder das Wine Speed Tasting. Eine Flasche Wein, 9 Minuten 59, keine Sekunde länger. Am Ende ein knallhartes Urteil. Kurz noch erzählen, wer präsentiert diesen Wein-Podcast? Michael? Einer der besten Online-Weinhändler der Welt und Deutschlands auf jeden Fall. Silkes Weinkeller. Das war Werbung. Was trinken wir heute, Michael? Welche Flasche kommt vor die unerbittliche Jury? Wobei ihr beide seid gekauft. Ihr findet ja selbst die seltsamsten Rotweine toll. Aber gut. Sie überhaupt nicht gekauft. Weißburgunder Edition S aus dem Jahrgang 2020 vom Weingut Jakob Schneider von der Nahe. Okay. S steht meistens für irgendwas wie Selektion oder super oder saugeil. Meistens einfach nur, um einen Unterschied zu machen zwischen dem einfachen Weißburgunder. Oft wird es ein bisschen ins Holz gepackt. Also Edition S heißt meistens, A, kann man ein bisschen mehr Geld dafür nehmen und B, ist ein bisschen kraftvoller als die Basis. Und also Jakob Schneider, nicht überwechseln mit... Tatsächlich? Habe ich noch nie irgendwo gehört. Also es ist tatsächlich üblich, sowas auf Flaschen zu schreiben? Es ist relativ, viele haben so eine Edition S oder nur S oder so, ja. Okay. Nicht verwechseln mit Markus Schneider, den wir auch in diesem Podcast schon hatten. Jakob Schneider ist weder verwandt noch verschwägert. Ja. Axel, hast du schon eingeschenkt? Noch nicht? Soll ich? Nein. Etikett, Axel. Also ja, dieses Edition S, da hätte ich jetzt gedacht, das ist irgendwie, das würde ich eher zum Autohaus irgendwie verorten. Aber wenn du sagst, das ist üblich, dann will ich das nicht gesagt haben. Und ansonsten finde ich, es sieht sehr wertig und also hochwertig aus. Also mit dem Gold und dem Weiß, das ist sehr klassisch und schön. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, da einen teureren Wein als 10 Euro hinter. Ich finde es mega langweilig, das Etikett. Also ich geb ihm eine 1. Ich finde es irgendwie, es ist... Wir wollen ja keine Benotung. Ich glaube, der Lars ist von der Konkurrenz gekauft. Kann das sein? Aber ist egal. Das Weingut ist von 1575. Das steht auch noch auf dem Etikett vorne drauf. Ist ein Familienweingut. Das ist Tradition. Und da hat natürlich so ein traditionelles Etikett meistens auch den Ursprung daher, weil es eben schon 450 Jahre ganz gut funktioniert hat. Okay, wir probieren. Weißburgunder. Bin selber gespannt. 12,5 Alkohol steht drauf. Hinten. Wieso sagt keiner was? Wir probieren, wir riechen. Ja. Es riecht so ein bisschen zitrisch, so ein bisschen zitronenmäßig, also vielleicht auch Grapefruit, oder? Mhm. Was leicht herbes. Weiße Blüten. Weiße Blüten? Mhm. Holunder? Weiß ich nicht. Riecht gut. Es riecht gut. Soll ich eine Note fürs Riechen vergeben? Nicht. Nur am Ende. Wenn wir alle 5 Minuten diese Kellen schwingern, wird es irgendwie unübersichtlich für den, der uns zusieht. Habt ihr beide eigentlich nur ab 6 aufwärts? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich bin schon der Rainer Kallmund hier in diesem. Gut, probieren wir schon. Tun wir das? Wir haben noch 6,45 haben wir noch. Hm. Bisschen Vanille auch dabei, ne? Oder? Also, was ist das? Also dieses Creme, so leicht cremig, würde ich sagen? Cremig ist die Textur, aber die Säure, da nehme ich es eigentlich sehr präsent. Also das spricht auch für den 20er-Jahrgang. Eigentlich haben die durchwegs eigentlich eine ganz ordentliche Säure. Der Wein hat eine gute Struktur. Ich glaube, das Cremige kommt so ein bisschen, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Wein ein bisschen im Holz gelegen hat. Dadurch kommt so eine leichte Cremigkeit, eine cremigere Textur. Aber trotzdem hat er eine Frische dabei, eine gute Länge, obwohl er nur 12,5 Alkohol hat. Eigentlich fühlt es sich am Gaumen sehr schön an, finde ich. Also mir ist er ein bisschen zu sauer, ehrlich gesagt. Glaube ich. Also das hängt davon ab, was man dazu isst oder so. Aber so, also nur jetzt so auf dem Balkon zu trinken oder sowas, ohne was dazu zu haben, würde ich, ich weiß nicht, ob man davon Sodbrennen kriegt, aber fühlt sich irgendwie so an. Die Nahe ist ja natürlich vor allem bekannt für die Rieslinge. Das heißt, das sind schon Böden, wo Rieslinge sehr, sehr gut wachsen und meistens sind eben die Burgunder eben auch sehr auf diese lebendige Art und Weise ausgebaut. Ich persönlich mag es ziemlich gerne. Ich finde es ganz harmonisch. Was? Auch. Also es ist nicht, oder? Es ist irgendwie mild, harmonisch. Ich finde gerade so abends jetzt, wenn so in den Frühlings-Sommermonaten so ein leichter, wo so leicht ist er gar noch, geht, finde ich jetzt nicht. Ich glaube auch, Axel, wenn du so ein Züricher Geschnetzeltes oder sowas machst zum Beispiel,
wo du so eine Sahnesoße hast mit der Creme und dann dazu dein Wein, der eine ordentliche Säure hat, dann ist dieses Sahnegericht nicht so schwer und der Wein nicht so säurelastig. Also das ist schon, finde ich, ein sehr guter Wein zum Essen auch. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Was ich finde, ist auch nicht so, was er ist. Er ist natürlich jetzt kein, wo du sagst, es ist kein Geschmackswunder. Aber er ist auch nicht langweilig. Er ist nicht irgendwie, er ist schon interessant. Er ist nicht einfach gestrickt, sondern ist irgendwas dazwischen. Und für den Kurs, der kostet 8,99 da. Das ist, finde ich, wenig, ne? Oder also verhältnismäßig kriegst du. Wer ist Jakob Schneider? Kennst du den? Nein, aber ich glaube, es sind sogar drei Generationen da mittlerweile schon bei dem Weingut und doch die Oma, die da noch mit verkostet und schon über 80 ist. Und die Nahe ist ja selber, sag ich mal, die hat so eine Handvoll sehr, sehr bekannter Weingüter, aber doch noch relativ viele andere, die eben nicht so bekannt sind. Und das ist eben noch, da kann man schon noch solche Schätze finden, die vielleicht eben noch eher bezahlbar sind, auch als die ganz großen Namen. Ja, ich kenne ihn leider noch nicht, aber... Vier Minuten? Aber wir sind ja, okay. Wir sind ja gut. Man ist jetzt so schnell fertig, weil man denkt die ganze Zeit, was kann man jetzt geben im Vergleich zu dem, was man noch so. Also, was heißt eigentlich? 10 heißt wirklich, da kommt nichts. 10 ist drüber. Perfekt für immer für den Preis. Ne? Also, da sollen ja Weine primär unter 10 Euro sein und dass man dann einfach sagt, so, ich kann mir nichts vorstellen bei dem Wein, was ich mir besser wünschen kann. Das ist eine 10. Und eine 1 ist so, willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Das wäre eine 1. Okay. Okay. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist jetzt, das ist ja deine Idee, Michael, das und Axel und ich müssen jetzt, das ist ja so eine Druckbetankung, ne? Also wir trinken jetzt so viel in 10 Minuten, da haben wir früher noch nicht mal die Flasche aufgemacht. Da ist bei mir schon die halbe Flasche leer, weil man will ja auch das alles sensorisch ausspucken. Axel, wie hältst du es mit dem Ausspucken jetzt in der Kurzfassung? Ja, ich habe schon ein bisschen ausgespuckt, aber das meiste getrunken. Muss irgendwie, ich finde das auch, sonst ist es nicht auch sonst Verrat? Ja, finde ich auch. Ist das nicht auch ein Verrat am Produkt? Aber ja. Ich finde schon, Michael, du wolltest ja, dass das Ganze nur 5 Minuten geht, weil du willst uns einfach mal richtig Knülle sehen am Ende. Das stimmt gar nicht. Ich will mir auch mal richtig Knülle sehen. Also das da haben wir noch nie gehabt, Michael, mal richtig, dass er richtig die Lampen anhat, oder? Also da wirst du auch meine Frau fragen, wird das noch nie erlebt. Dass ich mich richtig wegschieße, mache ich auch nicht. Finde ich auch gnadenlos doof. Ist ich quasi, nee. Noch nie? Nein, also Verlust der Kontrolle. Hast du nicht jemals Alkohol getrunken? Das kommen Sie ehrlich. Oh, da war ich schon ganz, ganz jung und dann nur mit hartem Alkohol, aber noch nie. Genau. Und das ist das Schöne am Wein, finde ich. Da musst du so viel trinken und irgendwann kannst du nicht mehr. Da bist du eher satt, gesättigt, als dass du so besoffen bist. Das ist beim harten Alkohol viel gefährlicher und schwieriger, deswegen. Aber ich habe eben gedacht, dass wir diese 10 Minuten hinkriegen, weil viele Leute vielleicht nur kurz mit der Bahn fahren und sagen, die 10 Minuten höre ich mir an, aber eine Stunde, ich bin schon 3 Podcasts hinterher. Deswegen hoffe ich, dass wir noch mehr damit erreichen, auch vielleicht dann die Motivation zu haben, uns mal komplett noch zuzuhören. Mehr. Aber ich finde, noch mehr finde ich irgendwie, boah, noch mehr. Und dass wir jeden Freitag rauskommen. Man wird ja schon im Supermarkt angesprochen. Ja, genau, man kann sich Wurdest du angesprochen, Lars? Ja, Lars, holst du dir jetzt wirklich die Flasche für 15,40 Euro? Nein, nicht. Aber langsam aber läuft die Zeit ab. Vielleicht sollten wir mal zur Bewertung kommen. Ja, zur Bewertung. Ja. Meine Damen und Herren, die Jury hat sich zusammengesetzt und hat... hast du eine 9 genommen, Michael? Du sollst nicht hinschauen. Irre. Warte, ich muss gucken. Ich kann jetzt auch nicht zu... Du kannst alles machen. Ich kann alles die Wertung machen. Wo ist denn die 7? Achso. Das ist so auffällig. Meine Frau hat die gebastelt mit ganz viel Leidenschaft und Einsatz. Hat sie toll gemacht. Finde ich auch. Also, die Wertung der Jury. Ja, wir sind bereit. Und? 3, 2, 1, los. Wow. Okay. Das ist der Axel mit 5, der Lars mit 7 und der Michael mit 8. Axel, was ist bei dir los? Achso, ja, ich finde ihn nicht schlecht, aber ehrlich gesagt ist er mir irgendwie ein bisschen zu sauer und ja, also geht auch nicht so richtig die Kehle runter. Ich glaube, zu einem, ne, zu so einem schweren Essen oder so, sahnigen Essen könnte er gut passen, aber so ist er jetzt nicht meins. Michael. Lars. Nee, du Lars. Bist der Nächste. Ich bin der Nächste. Ich finde ihn harmonisch, ich finde ihn gut für den Preis, ich finde ihn als Weißburgunder frisch, bisschen elegant fast schon, also das ist, kann man gut trinken, hat natürlich noch Potenzial nach oben, aber ja, 7 Punkte sind da Minimum drin.
Ja, und ich habe acht gegeben, also ich habe am meisten jetzt in der Runde gegeben. Ich probiere extrem viele deutsche Weine und bewerte diese auch. Und das ist für diesen Preis, dass der Konsument den kaufen kann für unter 9 Euro, ist das schon echt ziemlich gut, finde ich. Da kriegt man viel Wein. Man merkt ein bisschen diesen Holzeinsatz. Das heißt, er hat wenig Alkohol, er hat die Kraft, er hat natürlich eine lebendige Säure. Wenn man da sensibel ist, ist es vielleicht schwieriger. Aber sobald es was zu essen gibt, auch was Deftiges, dann kann die Säure das gut. Ist die Säure eigentlich sehr, sehr gut helfend, dass Essen auch zu verarbeiten. Ein sehr, sehr guter Speisenbegleiter. Ein bisschen unaufgeregt. Wir müssen leider aufhören.